Hallo, mein Name ist Dominik und ich zeige euch Videos rund ums Thema Apple, Mac und OS X. Ja, heute ist das Mac OS X Update erschienen auf die Version 10.6.8. Das solltet ihr unbedingt durchführen, wenn ihr auf OS X Lion umsteigen wollt. Das ist die Voraussetzung auf jeden Fall, dass ihr OS X Lion über den Mac App Store installieren könnt. Sagt er hier auch, beziehungsweise sagt Apple auch hier in der Beschreibung des Updates. Hier bei dem iMac, wo es noch nicht gemacht worden ist, hat es 275,3 MB. Das ist unterschiedlich, wie groß das ist. Auf meinem MacBook Pro hier habe ich schon durchgeführt, die Version 10.6.8. Und es gibt noch ein paar andere Verbesserungen. Nicht nur die Voraussetzung für OS X Lion, sondern es sind ein paar Probleme behoben worden. Ihr könnt das hier ja selber lesen. Auch unter Unterstützung von IPv6, VPN-Zuverlässigkeit und natürlich dem Mac Defender. Das heißt, dass hier Apple im Hintergrund eingepflegt hat, ja, die Signaturen von diesem komischen Schädling, sage ich jetzt einfach mal. Das hält Apple aber sowieso immer auf dem Laufenden. Ja, ihr solltet dieses Update auf jeden Fall durchführen, wenn ihr auf OS X Lion ansteigen wollt. Und das war's auch schon. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.